Ihr habt lange darauf gewartet, was? Hier ist es endlich, Leute. Willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar von WWE 2K17. Ja, Leute, nachdem wir schon 2K14 und 2K16 gemacht haben, wird es jetzt endlich Zeit, ein neues Kapitel bei WWE 2K17 schreiben. Ja, Internetverbindung, scheiß drauf. Ich werde eh online wahrscheinlich das eh nicht spielen, weil ich habe gehört, es ist nicht so gut. Auf jeden Fall, Leute, macht euch auf jeden Fall was bereit, denn WWE 2K17, die hat sich nicht so stark verändert von der vorigen Version von WWE 2K16. Aber auf jeden Fall, sie hat schon ein paar neue Änderungen vorher gebracht. Es ist die PS3-Version, also falls ihr das nicht unterscheiden könnt, also kann auch passieren, ne? Weil ich finde die PS4 gut, die Version von PS4 gut, aber ich bin immer noch so oldschool. Auf jeden Fall möchte ich Ihnen heute meinen Kalender zeigen. Uns wird natürlich Extreme Rules im April erwarten. Dann kommt im Mai ein Überraschungsevent, sagen wir mal so. Und zwar, das ist Taboo Tuesday. Oh ja. Ich hoffe, ihr kennt das noch. Da kommt selbstverständlich Money in the Bank. Hier kommt Armageddon. Das ist noch ein neues Event. SummerSlam. Night of Champions. ECW. Kommt auch zurück, genau wie bei 2K16, Survivor Series selbstverständlich, TLC, Royal Rumble, hier ist Vengeance, auch ein neues Pay-Per-View und natürlich WrestleMania 32. Das war der gute Kalender, ich hoffe, euch gefällt er, wie er aufgebaut ist. Und ich werde euch natürlich jetzt zeigen, wer alles hier den Titel hat. Universal Championship ist immer noch da, nicht derjenige, der vorgestellt wurde, sondern mein. Weil ich finde, meiner sieht ein bisschen besser aus als der da vorgestellt wurde. Triple H ist unser World Heavyweight Champion. Und Universal Tag Team Champion ist dabei, The New Day. Women's Champion Alexa Bliss ist mir, wurscht. Ich glaube, die was werden wir eh nicht zu sehen bekommen. AJ Styles ist bei SmackDown der Undisputed Champion. Und Alberto Del Rio ist World Heavyweight Champion. Ich weiß nicht, warum da steht, dass er die Universal gewonnen hat. Eigentlich soll er die World Heavyweight Championship gewinnen, aber egal. Ja, Leute, ich würde mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Let's start with WWE 2K17. Wir haben ja ein paar Draft-Matches. Cesaro gegen The Miz, Randy Orton gegen Kane, Alicia Fox gegen Carmella meine ich, Triple H gegen Jimmy Uso, Chris Jericho gegen Sheamus, Alexa Bliss gegen Charlotte und Lex mit Dean Ambrose gegen Carl Anderson und Luke Gallows. Das kann schon was sein. Und ja, Leute, falls ihr es gerade merkt, ja, die, also, wie soll ich das sagen? Wie gesagt, also bei WWE 2K17 wird alles neu sein, aber ich werde das gleich alles erklären, nachdem wir hier die Einzüge gesehen haben, weil ich habe die Einzüge ein bisschen verbessert. Ja, starten wir dann mit unserem ersten Match bei unserem Let's Play von WWE 2K17, oder? Let's go! So, unser erster Einzug. Dean Ambrose und Lex, auch genannt als The Maniacs. Geschürt existiert nicht. Also bei WWE 2K16 gab es einen kleinen Überraschungsreturn, aber The Shield gibt es nicht mehr. Vielleicht, ich hoffe, dass die eines Tages zurückgehen werden. Ich meine bei der echten WWE, nicht hier bei Let's Play. Aber bei Let's Play kann es auch passieren. Aber ich würde mich lieber nicht darauf verlassen. Weil ich meine, ich habe die Story hier so gut umgestaltet, dass hier einfach alles hier perfekt sein wird.
Naja, zwar nicht so ganz perfekt, aber auf jeden Fall, es wird richtig actionreich, spannungsvoll, bisschen Dramatik, aber auf jeden Fall richtig hochgehen. Und da kommt unser neues Tag-Team, so gesagt, Debut bei unserem Let's Play. Luke Gallows und Carl Anderson. Über Club. Für die, die nicht wissen, was das für eine Musik da im Hintergrund spielt, das ist die Eintrittsmusik von The Club, von Luke Gallows und Luke Anderson. Also, für die, die es nicht wissen. Diejenigen, die es wissen, die brauchen mir jetzt nicht sagen, ja, ich weiß es schon. Leute, ihr müsst wissen, dass nicht alle WWE-Fans sind, ne? Also nicht die ganze Menschheit. Gut, dann fangen wir mal an. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte. Genau, also bei WWE 2K17 wird durch eine richtig neue Storyline erwarten. Die ist zur Hälfte von mir gemacht, zur Hälfte wird sie einfach so automatisch passieren. Ich hoffe, das Spiel wird sich auch daran halten. Und The Shield gibt es leider nicht mehr, denn es hat sich aufgelöst, nachdem ich den Universal Championship verloren habe. Also ich meine nicht jetzt in WWE 2K16. In WWE 2K16 habe ich den Titel gewonnen. Aber dann habe ich ihn leider an Chris Jericho verloren und The Shield hat es dann aufgelöst. Aber Dean Ambrose hat mir einfach dann gesagt, ja, ich weiß, du hast verloren und wir haben nicht mal gewonnen. Aber komm, scheiß drauf, wir schaffen es nochmal, auch wenn wir dann richtig Feinde werden. Und ich habe ihm dann gesagt, okay, machen wir das mal. Roman Reigns ging seine eigene Wege, aber wir haben vor, jetzt mit Dean die Universal Tag Team Championships zu holen. Von New Day. Ob das klappen wird, ich mag zu bezweifeln, aber versuchen kann man das ja. Apropos, falls ihr es fragt, ich spiele die, also der ganze Story-Modus ist auf legendär. Nicht auf Amateur, nicht auf leicht, sondern auf legendär. Deshalb wird es nicht so leicht für mich sein, hier die Matches zu gewinnen. Für die, die übrigens nicht wissen, was in der PS3-Version ist. Manche haben auch geschrieben, dass in der PS3-Version hier diese ganzen Backstage-Brawls von PS4 sind. Ich muss euch leider enttäuschen, Leute, das stimmt nicht. Bei der PS3-Version gibt es keine Backstage... Also, damit ihr mich klar versteht, bei der PS4 gibt es eine Funktion, dass man in einem Match seinen Gegner dann während des Matches zu Backstage springen kann und dort ihn vermöbeln kann. Bei der PS3-Version ist das nicht so. Bei der PS3-Version gibt es die Backstage-Pros, aber die müssen manuell ausgewählt werden. Und die können einfach nicht hier sofort zu Backstage gebracht werden und dann schon sofort da die Prügelei anzufangen. Das geht nicht. Das finde ich richtig arg schade, denn ich habe gehört, dass 2K das vorhatte, das zu machen, aber die meinten so, nee, das ist... Also die Konsole ist oldschool, da machen wir das lieber nicht mehr. Ich finde das richtig arg schade, dass 2K so eine Möglichkeit vermasselt hat. Viele PS3-Spieler, die waren richtig entzürnt nach dieser Nummer. Ich kann sie auch verstehen, also ich war selbst schockiert, weil ich meine, die haben das nicht mal gesagt, ob das drin ist oder nicht. Als ich mir das Spiel gekauft habe, hatte ich richtig große Hoffnung, dass es da drin ist, aber dann, als ich das gespielt habe und dann es gesehen habe, dass es nicht dort ist, aber... Ich habe mich dann richtig, ja, traurig angefühlt, aber die gute Änderung ist, dass die hier die Moves verändert haben. Also ich meine, die sehen jetzt richtig animationsreicher aus, nicht wie bei den vorigen Teilen. Bei den vorigen Teilen gab es da ein paar Probleme. Die haben die Rivalitäten und den Universe-Modus verbessert. Das bedeutet, sagen wir mal... Also zwei Wrestler haben eine Rivalität und diese Rivalität wird noch besser dargestellt. Also dass die zum Beispiel jetzt
sich gegenseitig im Ring schon verprügeln, bevor das Match angefangen hat, oder zum Beispiel, dass eine Diva da einmischt. Also, es passieren mehr Zwischensequenzen als bei vorigen Spielen. Das finde ich richtig gut. Aber wie gesagt, Leute, an sich gibt es ein paar kleine Änderungen, aber für mich stört es, dass sie diese Backstage-Brawls, also diese automatischen Backstage-Brawls, entfernt haben. Ich weiß nicht, ob WWE 2K17 das letzte Spiel, das letzte Wrestling-Spiel für PS3 sein wird. Gerüchten zufolge will 2K noch zwei WWE-Titel für PS3 veröffentlichen, bevor die dann sagen, ja, Schluss damit, wir machen jetzt nur PS4. Aber mir ist eigentlich egal, mir gefällt die PS3 eigentlich ganz gut. Ich bin eher so eine Art so ein Oldschool-Spieler. Also, ich habe nichts gegen die neuen Konsolen, aber ich mag eher besser die alten. Oh, Dean Ambrose, Dean Ambrose, Dean Ambrose! Johnny Deeds durch den Tisch! Gut gemacht, Dean. Ich kümmere mich mal um den. Jungs, ich würde an der Stelle lieber in den Ring einlaufen. Komm schon, Dean, steh auf. Ich helfe dir mal. Wir sind Maniacs, wir dürfen uns alles gefallen lassen. Komm. So geht das. Leg dich nie mit uns an. One. Gut, der Lost hat ihn. Aber abgebrochen. Während Dean da gerade sein Comeback gestartet hat, verprügel ich hier gerade Luke Gallows mit Kopfschlägen an der Ringecke. Ach ja, Leute, bevor ihr auch fragt, ja, ich werde SmackDown vs. Raw Reihe auch Let's Playen. Aber nur die, die mir gefallen. Also, ich werde höchstwahrscheinlich nicht alle Let's Playen. 2009, 2010, 2011 höchstwahrscheinlich. 2008, nee. 2008 hat mir nicht so gut gefallen. Weil ich möchte dann auch euch in SmackDown vs. Raw zeigen, wie sich die Story um Lex quasi gebildet hat. Um meinen Charakter. Wenn ihr denkt, dass das alles mit 2K14 angefangen hat, nein, Leute, das hat schon längst angefangen. Und zum Thema Universal Championship. Leute, ganz ernsthaft, als die WWE ihren neuen Titel vorgestellt hat und das als Universal Championship genannt hat, war ich ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Als ich den Namen schon gehört habe, ihr müsst wissen, ich habe diesen Titel schon bei WWE 13 bzw. WWE 2K14 schon für mich selbst erstellt, nicht für das Let's Play. Bei WWE 13 habe ich auch den einfach so Universal Championship genannt. Aber dass die WWE dann denselben Namen dann benutzt, ich war schockiert, als hätten die das von mir quasi genommen. Ich hab nichts dagegen, dass sie das nehmen. Aber sie haben den Titel, den sie da vorgestellt haben, ich muss ehrlich sagen, der gefällt mir gar nicht. Also die haben sich da richtig faul gezeigt. Sorry, aber das ist wirklich so. Ich dachte, die machen einen neuen Style von diesem Titel. Aber nein, die machen da einfach so Rotschwamm drüber, schwarzen Streifen und fertig. Ich meine, ganz ernsthaft, also nichts gegen den Titel, aber meiner sieht ein bisschen besser aus als von denen, ne? Die WWE kann von mir aus gerne den Universal Championship neu machen und von mir das abgucken. Ich habe keine Probleme damit. Solange es auch besser aussieht. Vor allem bei der Raw-Folge haben die Fans dann, bei Raw-Folge bei SummerSlam, wo dieser Titel vorgestellt wurde, da haben die Fans dann geschrien, this belt sucks, this belt sucks. Ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich meine, ich kann verstehen. Der Titel sieht scheiße aus. Da kann man nichts widersprechen. Oh, noch ein Tag-Team. Move von Club. Jeder muss, ich hätte dich lieber drin lassen sollen. So, Dean, jetzt bist du dran. Schnapp ihn hier.
You have to perform if you want to bask in that WWE glory. And now he's back out on the apron. Warte mal, hilf dir mal. He doesn't want to do this outside the ring. Well, I don't blame him. Stop in here. Stop in here. That's where you're going to win this thing. Not this. He's looking at it again. Und Dirty Deeds. Oh, jetzt blutet er auch noch. Carl Anderson ist auch erwischt. Oh, nee. Mann. Die Jungs sind clever, verdammt. That wild strike found nothing but empty air that time. Man, that's what you call swinging for the fences. Komm schon, die reiß dich zusammen, verdammt. Verlier bloß nicht den Kampf. Talk about missing the target. Yeah, it looked like it was completely out of submission locked in. Submission hold. Nein, verdammt. And there's the count. Ach so, da hat getappt. Ich dachte, okay. Der erste Sieg geht an The Maniacs. Hell yeah. Ein ganz guter erster Debütsieg bei WWE 2K17 für Lex und Dean Ambrose. Also ich meine, wir haben hier ordentliche Prügelei für The Club veranstaltet. Ich bin mir sicher, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir The Club gesehen haben. Wir werden 100% an uns Rache nehmen. Auf jeden Fall, Leute, ich kann euch nur eins versprechen, macht euch bereit, der Universe-Modus in WWE 2K17 wird euch richtig viel Action, Dramatik, Spannung und richtig bisschen Hardcore geben. Also macht euch auf jeden Fall auch was gefasst, denn es wird garantiert eine grandiose Show geben, die wahrscheinlich WWE 2K6 und WWE 2K14 noch besser macht. Also viel besser als WWE 2K14 und WWE 2K16. In diesem Sinne verabschiede ich mich, ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Part. Bleibt dran!